Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Die Purge ist gestartet, der Countdown läuft und ja, weil es so lange gedauert hat, habe ich das ganze AFK aufgenommen. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Vielleicht ist es auch besser so. Ja, die Spannung bleibt für mich erhalten, ihr wisst schon im Voraus. Und ja Leute, wir haben soweit uns hier vorbereitet, so gut es geht. Ich hoffe, wir sind so gut es geht vorbereitet und ich hoffe, die greifen auch hier die Base an und nicht die andere. Ansonsten, ja, dick geschissen. Ja, würden wir halt überleben, aber die andere Base halt nicht, weil nicht gesichert und so. Ihr wisst Bescheid. So, Freunde, ich würde sagen, wir warten hier oben, bis der Countdown runtergerattet ist und dann gucken wir, was hier unsere Verteidigungslinie zu bieten hat. So, Freunde, die letzten 10 Sekunden verbleiben. Danach werden wir sehen, worauf wir uns hier eingelassen haben, was kommen wird. Wie gesagt, ihr wisst's, ich noch nicht. Ein Vanir-Häuptling greift an. Okay. Ein verstoßener Vanir-Häuptling. Greift er mit seiner Sippschaft an oder greift er alleine an? Ich weiß es nicht. Und vor allem von wo? Greift er wirklich hier an, wo unser Eingang ist, zur Base? Oder greift er irgendwo random an? Das ist die Frage. Ich sehe noch nichts. Macht mir ein bisschen Sorgen. Eventuell kommt er auch von unten. Ich weiß es nicht, wo die spawnen. Und ja, eventuell kommen sie auch von der anderen Base. Da bin ich jetzt gespannt. Aber ich sehe nichts. Das ist das Ding. Okay, Leute. Wir gehen Risiko, damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit sinnlos rumstehen. Wir schauen uns mal um. So, NPC müsst ihr eigentlich auch mir jetzt hier folgen. NPC, danke. Die kommen bestimmt von unten oder so. Okay, Leute, da war's. Da war das Horn gerade. Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hatte, ob die jetzt erst kommen. Oder ob wir einfach Glück haben vielleicht mit unserem Spot. Ich weiß es nicht. Also hier ist immer noch keiner. Gut, wir können da jetzt auch getrost erstmal die Seite ignorieren, denn ja, ist gut abgesichert. Ich guck mal hier nicht, dass die jetzt von hier kommen oder so. Ne, aber da sieht's auch gut aus. Von wo kommt die Purge? Kommt sie überhaupt an uns ran? Haben wir uns so gut hier aufgestellt, dass hier nichts zu uns kommt? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die Purge bei der anderen Base gerade angreift. Was machen wir? Ich würde jetzt echt ganz gerne hier den Admin-Code benutzen. Einfach mal rüberfliegen, um zu gucken, ob da was abgeht. Weil ist schon ein bisschen traurig gerade, wenn wir jetzt hier alles verpassen. Aber Tatsache, hier kommt nichts. Ja, Leute, ich begebe mich mal ganz schnell zur anderen Base. Sorry, dass ich jetzt hier diesen Flieger-Cheat benutzen muss, aber ja, muss halt mal sein. Okay, Leute, hat sich erledigt. Ich habe gespottet, wo die Gegner sind. So, wir nehmen mal hier 2 NPCs mit zur Sicherheit, denn ja, da, wo wir hingehen, wird unsere Verteidigungslinie hier nicht allzu viel uns bringen. So, dafür müssen wir hier runter. Hinter den Mauern quasi, hinter dem Aquädukt, sind die Gegner versteckt. So, dafür müssen wir erstmal an den hier wieder vorbei. So, perfekt. Und
Hier unten, da machen die Gegner von uns rum. Sie kommen halt nicht an dieser massiven Felswand hier vorbei. Was eigentlich positiv für uns ist. Aber wir wollen ja auch hier ein bisschen kämpfen in der Purge. Und nicht nur warten, bis sie vorbei ist. Warte mal. Dich würde ich gerne mitnehmen, wenn du zur Purge gehörst. So, hier, du wirst mal ordentlich betäubt. T4 Gerber nehmen wir gerne mit. Die Wölfe sind mir scheißegal. Die können machen, was sie wollen. So, perfekt. So, dann hier auf die Wölfe. Macht mir jetzt bloß den Gerber hier nicht tot zwischendurch. So, genau. Ihr kümmert euch mal darum. Ich nehme den Gerber mit. Krass, erste Perch, wo ich mir hier noch einen NPC loote. Sehr gut. Freut mich. Aber ich glaube, die Perch wird nicht allzu schwer. Habe ich so gerade das Gefühl. Leider, ich hätte es eigentlich eher mit irgendwelchen krassen Tieren hier gerechnet. Vielleicht Bären oder dadurch, dass wir halt so nah am Wintergebiet sind, Säbelzahntiger oder sowas. Solange es keine Mammuts sind, ist mir eigentlich alles recht. Aber Mammuts wäre jetzt so Worst Case für mich. Nee, eigentlich die Steinnasen. Ich habe übrigens die Perch wieder auf höchste Schwierigkeit gestellt. Damit ihr Bescheid wisst. So. Nice. Let's go. Ulgrim, der Befleckte. Sehr gut. Und wie gesagt, nicht wundern, dass ich jetzt hier aktuell den Admin-Cheat-Modus anhabe. Ich wollte kurz rüberfliegen, wo ich gesehen habe, dass die Gegner hier unten sind. Ich benutze sonst nichts dergleichen. Versprochen. Ich wollte halt nur nicht die Purge verpassen. Kann wahrscheinlich der ein oder andere nachvollziehen. So, da ist noch ein Gegner übrig. Den holen wir uns ganz schnell. Hier unten ist, glaube ich, auch noch irgendein Wolf oder so lang gelaufen. So, hast du wahrscheinlich mal keinen Bock hier zu kämpfen, kann das sein? So, verstoßener Wappierhäuptling sammelt sich neu. Also wird der Häuptling unser Hauptgegner sein. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier erstmal warten. Ich würde sagen, wo ist mein zweiter NPC? Wie sieht es denn aus mit den Leveln? Na, ein bisschen hoch. Da dauert es noch, aber du könntest noch ein bisschen Futter vertragen. So, gut. Dann müssen wir jetzt hier kurz warten. Säuberung naht. Eine Minute. So, Freunde, 3 Sekunden sind verbleibend. Ich bin gespannt. Ein verstoßener Wapnir. Warum sage ich als Wapnir? Vanir Häuptling. Sehr gut. Da unten kommen schon die ersten Wölfe inklusive. Perfekt. Das klingt doch noch Spaß. Ich würde nur gerne wissen, ob die jetzt auch oben bei der Base spawnen. Irgendwann. Oder ob die nur hier unten spawnen. Wäre halt recht langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aber zumindest können wir dann sicher davon ausgehen, dass bei der Purge bei zukünftigen unsere Base sicher ist. Ich persönlich fände es ehrlich gesagt etwas langweilig, aber ja, ist dann halt so, wie es ist. So, und wo sind meine NPCs? Warum greift ihr ihn denn an? Einfach irgendwo hingelaufen. Auch gut. So, war's das schon? Nee, wir haben noch keine Anzeige bekommen. Also ist irgendwo hier noch ein paar NPCs. Vielleicht sind die diesmal oben gespawnt. Ich gehe mal gucken. Vielleicht fighten sie auch gerade hier mit dem Volk. Keine Ahnung. Ah, da war noch einer. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt hier da zu der Purge gehört oder ob der einfach hier zum Dings gehört. Zum Camp. So, wir gucken mal. Wir sehen ja gleich, ob hier oben ein bisschen Rampage am Start ist. Aber nö, die NPCs stehen mir noch
sinnlos rum wie vorher. Okay, schade. So, müssen wir mal gucken. Irgendjemand haben wir scheinbar übersehen. Ah, da läuft noch so ein Einsamer rum. Oh, ein paar. Ja, doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Okay, inklusive Wölfe. Kriegen wir aber auch hin. So, Freunde. Das wird mal wieder eine echt leichte Purge, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise, ja gut, die anderen vorher waren auch nicht unbedingt schwer. So, Vanir-Häuptling sammelt sich neu. Vielleicht sollte ich auch mal wieder anfangen, hier ein paar Dinger abzubauen, beziehungsweise auch zu looten. Hier isoliertes Holz nehmen wir mal mit. Ups, falsche Waffe. So, können alles gebrauchen. Kann auch so Tierhaut und alles. Das, gewisse Sachen haben wir hier zu wenig hier oben. Wolfsfell zum Beispiel kriegen wir eigentlich genug. Aber was wir haben, haben wir, müssen wir später nicht farmen. Und solange wir nicht überlastet sind, alles cool. So, 43 Sekunden. Ich loot noch schnell, dann sehen wir uns gleich wieder. So, 3 Sekunden. Bis zur nächsten Runde und let's go. Da unten sind sie gespawnt. Ich guck mal, ob hier oben noch welche direkt sind oder hier unten. Aber nein, da sind noch keine. Die kommen wahrscheinlich dann später, wenn wir hier nicht mehr sind. So, praktischerweise wird es jetzt auch ein bisschen dunkel, was etwas nervig ist. Ich hasse Purges in der Nacht. Aber was wollen wir machen, Leute? Müssen wir durch? So, ich loot nochmal ganz schnell hier den Hirsch. So, ein bisschen dicke Haut können wir immer gebrauchen. Wo sind die Gegner hin? Hä? Eben waren sie noch da, jetzt nicht mehr. Hier sind welche. Dann holen wir uns die erstmal. So, erstmal wieder auf die Wölfe. Die nerven am meisten. Aber ich finde es echt schade, dass unsere Base nicht direkt angegriffen wird, dass die hier unten spawnen. Hätte ich mir dieses ganze Verteidigungssystem echt sparen können. Weil, ja, dann überlege ich mir halt wirklich, ob wir nicht hier unten irgendwo uns was aufbauen. Zur Verteidigung. Was bist denn du für einer? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hier. Betäuben, betäuben. Verdammt! Wen habt ihr gerade getötet? Stahlbieger. Oh, nee. Das hat sich so cool angehört. Verdammt. Mist, den wollte ich so gerne haben. Ist halt immer geil, wenn hier Menschen als Purge spawnen. Da kommen halt ganz gute T4-Scrolls auch noch vor. Aber bei dem haben wir leider kein Glück aktuell. So, wieder eine Minute verbleibend. Und 3, 2, 1, meine Kehle trocknet aus. Sehr gutes Timing. So, ein verstoßener Vanir-Häuptling greift an. Dann gehen wir mal direkt hier runter, auch wenn wir nichts mehr sehen im Prinzip. Diesmal haben wir zumindest mal eine Fackel dabei im Vergleich zum letzten Purge mit den Steinhasen. Auch schon ein kleiner Vorteil. Zumindest ein Upgrade. So, dann gucke ich mal hier oben auf dem Felsen wieder. Hier unten scheint ja nichts gerade zu sein. Ah, da. So, let's go. Alle drauf. Noch irgendwo einer? Da. Easy. So, wo ist der Rest? Kommt schon. Oh, da sind diesmal ein paar mehr.
Aber ich glaube, da ist kein Vierer dabei. Jawohl, schön hier in die Ecke reingedrängt. Wow. Badass Wolf, Badass Wolf. Auch nicht so schlimm. Außer wenn ich keinen Stamina mehr habe. Ach, das ist gar kein, das ist gar kein weißer Wolf. Das ist so ein Heavy Wolf, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Okay, krass, aber natürlich auch kein Problem für uns. So, sammelt sich neu. So, mal schauen, was du hier für Loot hast. Goldstein, nice. So, was? Ja, okay. Nichts Besonderes. Wir gehen wieder hoch zu unserer Verteidigungsposition. So, und weiter geht's, Leute. Wo seid ihr jetzt? Und wie lange geht das noch? Kriege ich hier noch einen fetteren Gegner am Start? So, seid ihr unten? Nee, diesmal nicht. Dann sind sie wahrscheinlich hier vorne. Oh, Wölfe. Da. Uns wird wieder Tag. Sehr gut. Das erleichtert das Ganze ein bisschen. So, easy peasy. Ich gehe schon mal looten. Getreue sind aufgestiegen. Sehr geil. Ah, da sind Bogenschützen. Ja, ihr schafft das schon. So, her mit dem Loot. Und ja klar, jetzt sind wir natürlich überladen. Das zum Thema, ihr schafft das schon. Irgendwie kriegen die hier ohne mich nichts gebacken. Gefühlt. So, wo schreit denn hier noch einer? Da unten. Du hast ausgeschrien, würde ich sagen. Aber wir haben noch keine Anzeige. Irgendwo ist noch jemand. Wenn man gefühlt 5 Worte in 1 packen will. Okay, hier ist keiner. Ich pack mal wieder mein Schild aus, da wir jetzt wieder ganz gut sehen können. Wo hast du dich versteckt, letzter Gegner? Da, da ist er. Schreit uns auch gleich hier von der Seite aus an. So, und down. Ein verstoßener Vanya-Häuptling wurde besiegt. Sehr gut. Das war der letzte. Das war die Perch Nummer 4, meine Freunde. Ja. Hab mir jetzt mehr von erhofft. Auch irgendwie eine fette Schlacht um die Base. Aber ja. Man soll nicht meckern. Wer weiß, was als nächstes kommt. Ich fand's jetzt ganz okay. Wir haben ein bisschen Loot. Wir haben unsere NPCs gelevelt. So, was hast denn du jetzt hier für ein Perk? Unverzagt, dein Getreue ist sehr beweglich und kann Schaden leichter abschütteln. Mut plus 3 bringt mir halt nichts, wenn die nur 2 drauf gelevelt hat. Aber okay. So, geborener Krieger. Dein Getreue ist ein überaus geschickter Kämpfer mit höherer Vitalität und Stärke. Ja, das gefällt mir schon eher. Das ist cool. So, Freunde. Und ja, das war... So wie es aussieht, die Purge für dieses Mal. Wie ich jetzt für die nächste vorgehen werde, weiß ich noch nicht. Weil man weiß ja auch nie, wie schwer wird es eigentlich. Und wenn die alle hier unten spawnen... Halt! Alter! Erschreckt mich doch! Würde ich halt überlegen, ob ich mir eine Verteidigungswahl hier unten noch baue. Ja.
Denn wird vielleicht ganz sinnvoll sein. Ich habe keine Ahnung. So, aber Freunde, wir sind jetzt hier wieder einige Folgen frei von irgendeinem Purge-Stress. Wir können uns hier frei entfalten, das machen, worauf wir Bock haben. Und ja, leider habe ich die ganzen NPCs hier umsonst gefarmt. Aber wer weiß, ob wir sie nicht irgendwann nochmal gebrauchen können. So, in dem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der vierten Purge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen. Gern ein Abo da lassen, gern einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht sogar ein nettes Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Crispy Dex. Haut rein!